Also wir sind zurzeit in einer ausgesprochen guten Situation. Die Zahlen sinken, die Infektionszahlen, die Belegung der Krankenhäuser sinkt. Wir Ärzte haben jetzt die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass das durch den Herbst hindurchträgt. Unsere Aufgabe ist es, auch die Bevölkerung darauf vorzubereiten, was passieren kann. Wenn wir Glück haben, passiert gar nichts. Dann sind wir alle zufrieden, dann haben wir als Ärzte auch unsere Aufgabe bestens erfüllt. Aber wir müssen einfach davor warnen, dass es aus dem normalen Virusgeschehen heraus Möglichkeiten gibt, dass sich die Situation im Herbst wieder verschlimmert. Und dann haben wir wieder die politische Diskussion, damit haben wir Ärzte eigentlich gar nichts zu tun, die politische Diskussion, Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, finde ich, die dann sehr wäre. Und auch nochmal wieder über die Impfpflicht. Deswegen sagen wir heute, impfen, 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 testen, testen, testen und beim Testen vor allem auch checken, ob da neue Variationen, neue Mutationen wieder hervorkommen. Aber wir wissen eines, wer geimpft ist, wer dreimal geimpft ist am besten, der hat heute sein Risiko an der Erkrankung zu versterben um 99% gesenkt. Das ist eine fantastische Zahl. Die gibt es übrigens nicht bei der Grippeimpfung, da sind es nur 50%. Die gibt es bei bestimmten Impfvorgängen, bei denen das Virus sich nicht verändert, wie zum Beispiel Masern. Aber wer das tut, der hat eine gute Chance und deswegen müssen wir die Impfkampagne forcieren, wir müssen das Testen machen und wir müssen hoffen, dass es nicht zu einer Variation und Mutation kommt. Da gibt es dann so mal Leute, die laufen rum und behaupten, dass sich im Laufe von Mutationen die Virusqualität vereinfacht, verleichtert. Das ist falsch. Das steht, das ist ein Mythos. Das steht im Lehrbuch drin. Ach, das ist ein absoluter Mythos. Das ist völliger Unsinn und das wird immer wiederholt. Unfassbar. Lesen Sie einfach mal die Arbeiten dazu und nicht Lehrbücher aus dem vergangenen Jahrhundert. Und dann werden Sie die Fakten zur Kenntnis nehmen. Genau. Also, wenn das stimmt, was Sie sagt, ist ja seltsam, dass selbst die Impfquote beachtend in keiner Weise Geimpfte weniger versterben wie Ungeimpfte. Das ist einfach Fakt. Aber jetzt will auf was anderes. Ich will auf was anderes. Geschenkt. Ich will auf was anderes. Ah, geschenkt, danke. Ich arbeite in wissenschaftlichen Leitlinien, da sitzen Experten zusammen, da werden bestimmte Regeln eingehalten und da muss man einfach das Pferd von vorne und nicht von hinten aufzäumen. Und wir müssen mal überlegen, was ist denn eigentlich das Ziel der ganzen Maßnahmen? Was war denn das Ziel gewesen? Das war doch, die Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Genau. Und wir wissen doch, dass das niemals der Fall war, dass die überlastet waren. Es steht seit April 2021 auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums. Da steht die Leipzig-Untersuchung der Belegungssituation 2020. Wortwörtlich kann der Zuschauer auch nachprüfen. Da steht, es war noch nie so eine tiefe Belegung in den Krankenhäusern, historisch unterbelegt. Auch die Intensivabteilungen. 16% weniger Belegung im Vergleich zu 2019. Das war die Pandemie der leeren Betten und die Krankenhäuser haben daran verdient. Und jetzt kommt aber die Preisfrage. Jetzt kommt die allerwichtigste. Also, jetzt Jetzt kommt die wichtigste Zahl der gesamten Corona-Krise. Und ich möchte mal gerne wissen, ob Sie die kennen. Wie viel Prozent dieser schon Unterbelegung hat in den Krankenhäusern die Diagnose Covid-19 bekommen? Wie viel Prozent? Wissen Sie es? Ich führe hier keine Statistik. Herr Amthor, Sie beschließen Gesetze, ja. Infektionsschutzgesetze, Sie beschließen ja. Impfpflicht. Das hat Herr Amthor alles ja, alleine gemacht. Sie haben dazu gestimmt und Sie kennen, Sie kennen die wichtigste Zahl nicht, die einfach zeigt, ob wir ein großes Problem hatten oder nicht. Kennen Sie die Zahl? Also diese Zahl ist völlig bedeutungslos, weil die Fakt ist, dass wir heute den Menschen, die in den Intensivstationen gearbeitet haben, über einen Pflegebonus reden, weil die sind am Ende gewesen. Das ist ein politisches Problem. Ich will wissen, ob Sie die Zahl nennen gleich. Sagen Sie jetzt einmal die Zahl, Herr Frank. 2%. Und die Quelle? 2%. Was ist die Quelle dieser Zahl? Die kennen Sie nicht. Das ist der Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums an das Leipzig-Institut. Seit einem Jahr steht die Zahl auf der Homepage. 2% im Schnitt und auf Intensiv 3,4%. Wo ist denn da das Problem?
Also können Sie mir Problem das mal sagen? Das Problem ist darin, dass wir in den Intensivstationen, wir haben ein Intensivregister der Divi. Ja. Da wissen Sie vielleicht, dass wir zeitweise am obersten Rande der Belegung, nicht die ganze Zeit, nicht ein ganzes Jahr hindurch, aber das zeitweise, und dass wir deswegen die Bundeswehr geholt haben, um mit Medevac-Flugzeugen Menschen innerhalb Deutschlands von einer Intensivstation zu einer anderen zu führen. Vor der Corona-Pandemie ist es noch nie passiert mit der Verlegung von Patienten? Aber nicht in dem Ausmaß. Wir haben mit den Medevac-Fliegern bei Ebola Leute aus den Ebola-Regionen in Afrika nach Deutschland. Während der Zeit haben 8000 Intensivbetten abgebaut in Deutschland. Sie widersprechen den offiziellen Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums. Es war nie ein Problem. Es gibt immer punktuell Überbelegungen. Also. Es gab immer freie Betten. Es steht da wortwörtlich, Herr Montgomery, und Sie kennen das nicht. Sie schüren eine Panik im Herbst und Sie sehen nicht, dass anhand... Wir machen einen Faktencheck hinterher. Und dann zeigen wir das Soll ich es aufrufen? Sie können gerne aufrufen. Ihre Zahl stimmt bestimmt. Ob die Rückschlüsse daraus richtig sind, ist die nächste Frage. Wenn man jetzt mal das bescheidene Bild eines Nicht-Mediziners, sondern eines Wahlkreisabgeordneten sieht, ist genau das, so wie es Herr Montgomery beschrieben hat. Wir haben über den Jahreswechsel letztes Jahr das erste Mal erlebt, dass in mein kleines bescheidenes Krankenhaus in meiner Heimatstadt Ueckermünde aus der Universitätsmedizin Greifswald verlegt werden musste. Das erste Mal in der Geschichte, weil Maximalversorger, Universitätskliniken voll waren in den Intensivstationen, man in kleine regionale Krankenhäuser Sie hatten ein Personalproblem, das ist völlig anders. Natürlich gab es ein Personalproblem, auch ohne Frage. Das ist doch völlig klar. Wenn Sie vor 2020 gesagt hätten, alle ausgehen lassen, ist das Wahnsinn, ehrlich, Leute. Ja, ich finde zumindest, das kann natürlich sein, dass alle anderen blöd sind und diese eine Schlüsselzahl nicht erkannt haben. Ich würde jetzt mal sagen, es spricht viel dafür, dass man die von Herrn Montgomery angeführten Zahlen eben auch ernst nimmt. Und ich gucke mir das gern an, aber die eine Zauberzahl, die jetzt sozusagen die Mehrzahl der Wissenschaft in sich zusammenfallen lässt, das finde ich dann doch sehr überraschend. Das ist die Realität. Ich rede über die Realität. Sie reden über Modellrechnungen. Ich rede über die Messungen der Covid-Patienten in den deutschen Krankenhäusern. Und die war bei Unterbelegung 2% im Schnitt. Und das ist Fakt. Und davon muss man ausgehen. Und deswegen ist die ganze Panikmache durch diese Zahl widerlegt. Aber wenn wir das jetzt auch schon mit der Zahl hören, eine spannende Frage bleibt aber natürlich, und die möchte ich gerne an Herrn Amthor stellen, ob man nicht doch, man merkt ja, Redebedarf ist da in der Bevölkerung, braucht man vielleicht einen Corona-Untersuchungsausschuss, wo genau alles mal durchdekliniert und durchdiskutiert wird. Wir haben ja ein Corona-Begleitgremium eingesetzt, das sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Richtig ist, und das muss man schon mal sagen, die politische Diskussion darum ist ja nicht beendet. Mhm. Es war richtig, dass die Impfpflicht keine Mehrheit hatte. Wir müssen jetzt aber schon sehen, und das war auch heute bei uns ein Thema im Innenausschuss, haben wir natürlich auch gefragt, wie bereitet man sich denn jetzt auf den Herbst vor? Was sind die Überlegungen? Und wir haben ja sehr gesagt, man muss, damit man eben fakten- und evidenzbasiert entscheidet, auch wissen, was die Lage ist. Wir haben ja gefordert, dass wir über das Impfregister zum Beispiel mal reden. Die Bundesregierung schläft, macht nichts. Also die haben ja auf den letzten Metern, damit Scholz und Lauterbach noch ihre Mehrheit kriegen, haben sie dann gesagt, sie sind auch für ein Impfregister. Vorbereitet wird jetzt gar nichts. Und ich sehe es auch, dass die Bundesregierung das jetzt einfach laufen lässt. Und dann kommt nachher die Überraschung, dass man nicht vorbereitet war. Das ist jetzt die Zeit dafür. Aber es muss eben auch ein Blick nach vorne gehen und die Rückspiegeldiskussion hilft. Jetzt kommt Ihre Hammerzahl. Ich bin jetzt auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums. Ja? Hier, auf Seite 4, Leipzig-Analyse. Ohne Berücksichtigung. Das müssen Sie sehen. Unter Berücksichtigung der ersten 10 Covid-freien Wochen wurde die Belegung um -16% zurückgefahren, auch auf Intensiv. Dies berücksichtigt bereits die Versorgung und so weiter. Im Jahresschnitt die Belegung 2% aller Betten und 4% aller Intensivbetten für die Diagnose Covid. Also das widerspricht absolut der Realität von Menschen, die mal im Krankenhaus waren, zu denen ich gehöre, die sich das mal angeguckt haben, die gesehen haben, was unsere Mitarbeiter dort arbeiten, was sie leisten, was sie jeden Tag leisten. Weswegen wir ihnen am Anfang vom Balkon aus applaudiert haben und jetzt am Ende einen Pflegebonus zahlen, worüber man streiten kann, ob und das hoch genug ist. Und ihnen mit der Impfpflicht in den Hintertritt. Mit der Impfpflicht versucht man ja wirklich diesen Menschen auch mehr Schutz zu geben, für sich selber und auch für ihre Patienten. Die Zahl werden Sie nachher an alle hier teilen. Wir werden die an alle rumschicken. Dann macht Herr Montgomery nochmal den Faktencheck, Herr Amthor auch. Ich gucke es mir auch an.